Budapest, Ungarn. Die eindrucksvolle Atmosphäre einer der schönsten Hauptstädte der Welt stellte den Rahmen für den ersten der zwei ungarischen Aufenthaltstage von Landeshauptmann Lusz Domwalde, die voll von offiziellen Treffen waren. Andrassy-Universität immer in Budapest. Landeshauptmann Lusz Domwalde ist Gast des Rektors András Massat der renommierten Hochschule und hat dort einen Vortrag zur Südtirol-Autonomie und zum Schutze der Minderheiten gehalten. 40 Jahre nach dem Inkrafttreten des Paketes und 20 Jahre nach der Streitbeilegungserklärung Österreichs wird Südtirol als Modell für eine friedliche Beilegung ethnischer Konflikte, einen effizienten Minderheitenschutz und eine gute Verwaltung von Gebieten mit mehreren Ethnien angesehen. Ich bin eingeladen worden, über Regionalismus zu reden in Europa, vor allem auch über Minderheitenprobleme. Ich wollte Ihnen am Beispiel Südtirol zeigen, dass es möglich ist, auch als kleine Minderheit in einem großen Staat überleben zu können, wenn die Bevölkerung will, wenn die Staaten ein Einverständnis haben. Europa sagt, ja, Minderheiten müssen geschützt werden. Und gerade Ungarn hat viele Minderheiten, sei es was Rumänien anbelangt, wie auch was Slowakei anbelangt, auch in Ungarn selbst ist eine deutsche Minderheit und auch andere. Und ich wollte Ihnen zeigen, wenn man Verständnis für diese Minderheiten hat, wenn man für ihre Kultur, für ihre Tradition, für ihre Geschichte entsprechendes Verständnis aufbringt und vor allem auch sie an der Verwaltung teilnehmen lässt, dann ja, ihnen auch eine entsprechende Schule gibt und so weiter, so können Minderheiten entsprechend geschützt werden und vor allem können in ihrem Gebiet das Bestmögliche leisten, weil letztendlich sie ja auch die Verantwortung dafür übernehmen. Ich bin der Meinung, das Modell Südtirol ist ein Modell, wie man Minderheitenprobleme lösen kann, nicht das Modell, denn überall sind andere Voraussetzungen, aber ich glaube, man hat verstanden und heute waren ja alles Leute da, die an der Universität unterrichten oder jedenfalls bereits das Doktorat haben und ich habe den Eindruck gewonnen, dass sie unsere Schritte auch teilen. Der zweite Tag seiner Ungarnreise führte Domwalde nach Lénva in der Nähe von Budapest. Dort wurde der Abschluss der Arbeiten am Leitbild der ungarndeutschen Kindergärten gefeiert, zu dem das Ungarndeutsche Pädagogische Institut UDPI den Landeshauptmann eingeladen hatte. Die Einladung kommt nicht von ungefähr. Das Bozner Pädagogische Institut, das Land Südtirol und die Region haben aktiv an der Erarbeitung dieses Leitbilds mitgewirkt. Marianne Bauer, Direktorin des Kindergartens Sprengels Schlandes, und Marlene Breims haben als Expertinnen das gesamte Projekt begleitet und sind ihren Kollegen beratend beigestanden. Wir haben bereits seit einiger Zeit eine Form der Zusammenarbeit mit den Ungarndeutschen. Es ist gegen niemanden gerichtet. Es ist so, dass hier einfach verschiedene deutschstämmige Leute und Familien leben. In gewissen Gebieten haben sie die Mehrheit, in gewissen sind sie in Minderheit. Sie wollen nichts anderes wie ihre Kultur, ihre Tradition, ihre Geschichte pflegen. Sie haben ihre Kindergärten, ihre Volksschulen, Oberschulen. Sie wollen praktisch ihre Identität erhalten. Und das ist gerade in heutigen Europa wichtig, denn Europa ist ja schön in der Vielfalt. Und auch hier ist es so, dass innerhalb des ungarischen Staates verschiedene Minderheiten da sind, unter anderem auch die deutschsprachige. Sie haben sich vor allem mit unserer Minderheit in diesem Fall in Verbindung gesetzt. Sie haben gesehen, wie wir das Problem in den Kindergärten, in den Volksschulen und so weiter lösen, welches Leitmotiv wir haben. Und es ist ein sehr enger und zwar undemokratischer, freundschaftlicher Gedankenaustausch. Ich habe heute selber feststellen können, dass das auch Früchte getragen hat und deswegen hat es mich gefreut, hier mit den Verantwortlichen Kontakte zu pflegen und wir werden diese Programme auch weiterhin über die Region unterstützen. Die vielen Errungenschaften der schon über 15 Jahre dauernden Zusammenarbeit im Bildungssektor mit der deutschsprachigen Minderheit in Ungarn, die auch von der ungarischen Regierung unterstützt wird, wurden aufgezeigt und hervorgehoben. Auch ungarische Lehrer haben immer wieder Südtiroler Schulen besucht. Auch ist zugesichert worden, dass die Zusammenarbeit in Zukunft weitergehen wird.